Zu Hause verwendet Daniel seinen Talker selten. In den folgenden Szenen sieht man, wie er trotzdem kommuniziert. Hier sucht er gerade ein Kartenspiel. Mau Mau heißt das auf Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Oder? War das das? Ja? Ich muss die Stimme. Nein, nein, hallo. Ha, ha! Zeig mal. Entschuldigung. Da sind keine drin, ja. Ach, die Tiere hast du jetzt da. Tiere. Was machst du? Hier! Hast du die wieder runtergeworfen? Ja. Ja, toll. Wir sammeln die, gell, immer. Und wo bringen wir die hin? Zu Schweinen. Was ist denn das? Rotkehlchen, Rotkehlchen. Hase? Hase. Hase. Rotkehlchen. Manche Worte kann Daniel aussprechen, aber meistens deutet er einfach auf die Dinge in seiner Umgebung und unterstützt das Ganze mit seiner Mimik. Und siehe da, es funktioniert.